Tiny Living oder Leben auf kleinem Raum ist ein absoluter Trend. Egal ob Minihäuser, Wohnmodule oder Tiny Houses on Wheels. Das Thema hat in vielen Facetten eine große Beliebtheit und für viele ist es auch eine Lebenseinstellung. Bei Tobias entdeckt schauen wir uns heute mit Blick auf clevere Raumplanung, Einrichtungstipps und Ideen für Stauraum an, wie moderne Wohnmobile geplant und gebaut werden. Denn der Trend vom Leben auf kleinem Raum und der großen Freiheit ist auch bei den mobilen Eigenheimen stark ausgeprägt. Herr Wurschak, Leben auf kleinem Raum, das ist so ein bisschen Philosophie und wird immer beliebter, so wie es campen. Ist der Trend immer noch ungebrochen? Der ist absolut ungebrochen, wobei bei uns die Herausforderung ja da ist, möglichst kompakt und klein zu reisen und möglichst komfortabel und groß zu wohnen. Warum wollen die Leute heute so gerne campen? Ich glaube, erstens verzichtet niemand auf Urlaub, auf Freizeit. Das ist ein Grundbedürfnis. Und zum anderen sind die Themen Freiheit, Unabhängigkeit und Flexibilität absolut das, was wir mit unseren Fahrzeugen abbilden. Wie haben sich jetzt die Anforderungen der Kunden eigentlich verändert? Weil früher gab es ja die ganz kleinen Anhänger und heute sind es ja fahrende Tiny-Häuser. Absolut. Also ich glaube, so in den letzten Jahren ist der Anspruch an Komfort beim Fahren und beim Wohnen stark gestiegen. Man möchte vor Ort auf nichts verzichten, möchte neben seinem eigenen Bett auch alles dabei haben, was man vor Ort benötigt. Und das stellt uns natürlich vor entsprechende Herausforderungen. Auch wenn man sich hier umschaut, es gibt ja ganz unterschiedliche Größen. Wo fängt es an und wo hört es auf? Es gibt heute sehr viele Fahrzeugklassen, je nach Wunschbedürfnis oder Urlaubsart. Das fängt an bei einem kompakten Van, der knapp unter 5 Meter im Grunde genommen Pkw-Ausmaße hat, bis zu großen Linern, die mit über 10 Meter Länge und 2,50 Meter Breite dann schier gar ein Omnibus im Ausmaß haben. Und wo liege ich jetzt preislich, so ein kleiner Tipp, von bis? Ach, da würde ich mal sagen, unserem Programm bei beginnend 70.000 Euro. Aber da lässt sich auch die Grenze 300.000 Euro ganz leicht übersteigen. Und das heißt, ich kann auch ganz individuell planen, also auch Sonderwünsche, wie ich habe. Ihr macht das auch schon alles möglich. Wir haben in unserem Serienprogramm schon eine sehr hohe Individualität. Ja. Wir bieten allein 3 Basisfahrzeuge an, 8 verschiedene Baureihen, geschätzt 70 Grundrisse mit verschiedenen Stilwelten und Ausprägungen, sodass sich in der Kombination so viele Möglichkeiten ergeben, dass im Grunde genommen kein Wunsch mehr übrig bleibt. Doch wie entsteht der kleine, große Traum der Freiheit? Wir werfen jetzt mal einen Blick in die heiligen Produktionshallen im oberschwäbischen Aulendorf. Hier werden die Wohnmobile vom ersten Arbeitsschritt an hergestellt. Herr Vetter, hier beginnt die Produktion und was passiert hier? Ja, hier präparieren wir das Chassis ein bisschen. Danach kommen ein paar Kabel noch zusätzlich mit rein, sodass wir dann anschließend den Unterboden sauber drauf kriegen. Das heißt, hier beginnt praktisch alles mit, sag ich mal, mit dem Wagen, der noch nicht aussieht wie ein Wohnmobil. Das sieht absolut nicht aus wie ein Wohnmobil. Ja. Ist auch überhaupt nicht verkehrstauglich. Okay, und jetzt gehen wir weiter und da beginnt dann die Produktion. Ja, hier beginnen wir dann jetzt mit dem Boden, Unterboden aufbringen. Die Mitarbeiter präparieren jetzt das entsprechende Fahrzeug. Und danach sehen Sie rechts daneben schon, ist der Unterboden schon drauf. Hier haben wir 2 Takte nebeneinander, um hier schneller zu sein. Was auch ganz viele fragen, ist immer Thema Fußbodenheizung im Wohnmobil. Gar kein Thema, kommt aber später. Okay. Das zeigen wir Ihnen nachher. Okay. Das sieht nach ganz schön Technik aus. Dem ist so. Also hier werden sämtliche Technologien schon eingebaut. Sie sehen Abwassertank, Sie sehen Wassertank, Sie sehen Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung und das von Ihnen eben angesprochene Heizungssystem, das hier über die Konvektomaten dann eben die Fußbodenheizung beispielsweise hier im Doppelboden darstellt. Und hier habe ich praktisch schon den fertigen Boden dann, richtig, was der Kunde rausgesucht hat für sein Wohnmobil. Genau. Wir haben hier die Vormontagestationen. Wir bauen auf dem Rücken, sodass der Mitarbeiter die Zugänglichkeit hat. Danach wird hier an dieser Station um 180 Grad geschwenkt, auf dem Unterboden aufgesetzt und dann eben für die weiteren Arbeiten präpariert. Da bin ich mal gespannt, wie es ab jetzt weitergeht. Ja, da können Sie wohl gespannt sein, das ist richtig. So, für mich müsste jetzt so weitergehen, dass hier mal Außenwände und Decke kommen. Nö, da sind Sie komplett falsch, weil hätten wir Wände und Decke drin, wie kämen wir mit den Möbeln rein? Also wir bauen anders auf, wir bauen zunächst die Möbel auf. Das heißt, also hier werden jetzt alle Möbel eingebaut? Alle Möbel kommen rein, alle Elektrik kommt rein, um dann danach erst irgendwo das dann zu finalisieren, verschrauben, anschließen, Technik verbinden und dann kommen die Seiten. Also komplett anders wie beim Hausbau, da wird erst die Hülle gebaut und dann kommen die Möbel rein.
Absolut richtig. Ja. Und was ist jetzt hier alles? Kühlschrank, nehme ich mal an. Das ist der Kühlschrank, genau. Da sehen Sie auch hinten die Verkabelung dazu, die Elektronik und die Elektrik hier drin. Hier haben wir den Fernseher drin, der dann angeschlossen werden muss. Dann haben wir die Heizung auch wieder. Ihre Heizung ist überall mit dabei. Ja. Wir haben hier Fußbodenheizung drin. Sehen Sie den Konvektomat beispielsweise hier. Die Verrohrung zu der Heizung ist drin. Und das heißt, Sie bauen praktisch das komplette Interieur komplett fertig. Genau. Und dann geht es erstmal überhaupt weiter. Und wir stabilisieren auch alles gegen den Unterboden. Wir verschrauben alles gegen den Doppelboden. Alles ist hier komplett fertig und dann geht's weiter. Gerade sind wir mitten in der Produktion von hochwertigen Wohnmobilen im oberschwäbischen Aulendorf. Und hier wird bei jedem Schritt auf Qualität gesetzt. Großes Bauteil, was gibt das? Das gibt ein Dach. Dieses Bauteil kommt jetzt direkt aus der Sandwich-Herstellung. Ja. Das ist jetzt gefräst worden. Und so wie es jetzt hier gefräst wird, wird es dann anschließend hier in dem Bereich dann danach vormontiert. Was ist das für ein Material, würde ich fragen darf? Da haben wir Blech drin, da haben wir RTM drin. Das ist also wie so eine Isolation letztendlich. Ja. Und wir pressen das zusammen, damit das die Grundstabilität erhält. Okay. Und daraus entsteht dann hier? Und dann entsteht dieses Dach beispielsweise für das übernächste Fahrzeug. Wir produzieren immer in Perlenketten, die dann letztendlich auf die Hauptmontage zulaufen. Und der Kunde hat jetzt ein Solarmodul drauf. Solarmodule, Klimaanlage. Klimaanlage, der hat auch eine Klimaanlage, der hat aber dafür keine Solarmodule drauf. Der hat weder Klimaanlage noch Solarmodule. Okay. Also wir bauen eins zu eins nach Kundenwunsch. Und hier hinten sind die Seitenwände, ist das dann auch ähnlich? Genau, das ist identisch eigentlich dazu. Die Seitenwände werden hier entlang vormontiert. Ja. Da kommen dann die Türen rein, die Rohgarklappen kommen rein, die Fenster kommen rein. Und wir bauen immer links, rechts und dann immer auf ein Projekt zu. Und jetzt bin ich gespannt, wie die dann mal an die Möbel kommen. Ich auch. Ich bin gespannt, ob sie passen. So, jetzt sind die Seitenwände hier fertig. Und jetzt geht es. Kommen die Seitenwände hier jetzt endlich auf die Möbel? Genau. Jetzt sehen Sie hier die Bereitstellung bereits dieser Seitenwand. Und die wird jetzt dann mit Kleber alles präpariert und danach angebracht. Und wenn wir jetzt noch hier vorne weiterlaufen, da ist praktisch dann schon, steht soweit alles. Genau, an dem Takt haben wir bereits beide Seitenwände drauf. Wir haben auch das Dach oben drauf. Das heißt praktisch, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, da erkenne ich das erste Mal eigentlich ein fertiges Reisemobil. Jetzt ist es eigentlich in sich geschlossen, Konturen sind da. Die Außenhülle ist fertiggestellt. So, und jetzt geht es bei den letzten Takten eigentlich nur noch darum, alles funktionsfähig zu machen, zu finishieren. Und dann ist das Auto fertig, dann kann es raus. Und dann erfolgt noch eine richtige Endkontrolle? Ja, wir haben viele Zwischenkontrollen. Wir haben die Quality Gates. Bei jedem wichtigen Schritt sind die Quality Gates eingeschaltet, sodass wir also hinten gar nicht mehr so viel zu tun haben. Aber trotzdem, es wird noch eine Endkontrolle gemacht und dann nochmal die Feinheiten nochmal rausgearbeitet. Und dann geht es als Premium-Produkt raus zum Kunden. Danke. Komm. Und am Ende der heutigen Ausgabe von Tobias entdeckt wollen wir uns natürlich noch Anregungen holen, die wir eventuell auch zu Hause in abgewandelter Form einsetzen und umsetzen können. Denn für viele kleine Räume braucht man clevere Ideen für Einrichtung und Stauraum. Herr Wuschak, auf was kommt es jetzt genau an, wenn man hier auf einem kleinen Raum so ein Luxus-Apartment einrichtet? Ja, letztendlich kommt es hier tatsächlich auf jeden Zentimeter an. Denn wir haben ja die Ausmaße des Fahrzeuges als gegeben und müssen trotzdem das Maximale an Raumkomfort im Innenraum schaffen. Und wie schaffe ich es jetzt, den ganzen Stauraum zu machen? Also ich meine, das mit dem Tisch war gerade auch schon ein guter Trick. Den kann ich einfach verschieben. Genau, dann machen wir es uns bequem. Okay. Dann zum Essen oder Fernseher gucken oder was wir gerade tun. Und dementsprechend stellen wir uns den Tisch ein. Was ist jetzt bei den Materialien bei den Menschen am liebsten? Geht es eher Richtung Holz und Leder oder wollen die helle Farben, dunkle Farben? Ich glaube, das ist die Kombination aus vielem. Das fängt an bei den Formen, bei der Architektur, geht dann in Kontrastthemen über. Man sieht es hier sehr schön, Hochglanz, Creme, Elfenbein und dann diese Holzstruktur und das sehr edle Leder, das dem Fahrzeug eben eine entsprechende Gesamtemotion gibt. Wie schaffe ich es jetzt, hier überall den Stauraum zu kriegen? Also hier hinten habe ich zum Beispiel Gläser, sieht total nett aus und oben sieht es ein bisschen aus wie ein Flugzeug mit ganz viel Stauraum. Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, jeden Zentimeter zu nützen als Stauraum. Aber es geht ja am Ende nicht nur um den Stauraum, sondern es geht auch darum, ihn einfach und bequem zu beladen und entladen zu können. Und wo würden Sie jetzt sagen, so im Bereich Küche, da kann man noch was besser machen? Oder ist das so optimal, wo Sie sagen, Mensch, viel mehr hat man da zu Hause eigentlich auch nicht, wo man nutzt?
Ja, vielleicht müssen wir die eine oder andere Klappe mal öffnen, dass wir sehen, was im Detail bereits im Interieur dieser Küche steckt. Und das ist eine ganze Menge. Ja. Die Kunden, wie individuell wollen Sie? Sie haben vorhin schon gesagt, 70 Grundrisse haben Sie. Reicht das aus oder kommen manche Exoten, die sagen, nee, ich möchte das ganz anders haben? Es reicht natürlich nie aus. Aber wir sind als Hersteller ein Serienhersteller. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Individualität im Serienumfang und verlassen diesen auch nicht. Weil einfach die ganze Produktionsabfolge, die ganze Prozesse auf diesen Serienprozess eingestellt sind. Wenn ich mich jetzt für so ein Wohnmobil interessiere, was sollte ich achten, wenn ich mir ein Wohnmobil kaufe, sodass ich auch lange Freude dran habe? Ja, erstens das richtige Mobil für meine Urlaubs- oder für die individuelle Urlaubsidee zu beschaffen. Das zweite ist, es lohnt sich in Qualität zu investieren, weil damit einfach ein in der Regel hoher Komfort einhergeht und vor allem auch der Werterhalt des Fahrzeugs gesichert ist. Herr Wuschtag, dann vielen Dank für die ganzen Einblicke heute. Gerne. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.